Wir gehen einfach mal zum nächsten. Und dann schauen wir mal, wenn das alles fertig ist, wie das dann aussieht. Hier könnten noch Gewässer sein. Ja, hier nicht. Das da hier. Hey, komm, das füllen wir jetzt einfach gleich mal auf hier. So, einfach mal so Lebkuchenerde hinlegen da. Nee, nicht so viel. Moment, nein. Oh, ich will doch da unten, hier da, genau, den da machen. Oh, und Essen sollte ich auch mal wieder. Merke ich gerade. Apropos Essen, ja genau. Hier, Essen. Das mit der Mandel hier. Aber das ist auch wieder voll mit Schokolade. Und innen? Weißer Teig. Also die Mandel da, die macht sich ganz gut drauf. Aber die Vollmilchschokolade passt da in dem Fall tatsächlich nicht. Naja, ist okay. Kann man essen. So, den Überschuss hier wegmachen. Und dann haben wir hier eine schöne Lücke geschlossen. Ah ja, hier. Was machen wir denn hier mit diesem Gang hier? Ich glaube, das fülle ich einfach komplett aus. Habe ich noch Erde? Ja, doch, Erde habe ich ja genug. Komm, ich fülle das aus hier. Wir stopfen hier alles voller Lebkuchen. So. Aha, der hat gleich Schnee gesammelt, beziehungsweise Zuckerguss. Jetzt muss ich schauen. Ah, da oben, da fehlt noch was. So, ja, wir bauen uns so langsam nach vorne. Da geht jetzt wieder einiges an Erde drauf. Aber macht nichts. Ich will da eben keine Hohlräume machen. Oder beziehungsweise keine Hohlräume lassen. Wenn schon, dann soll das alles ordentlich aufgefüllt werden hier. So. Oh, das sieht ja ganz gut aus. Wir sind schon fast draußen. Oder wir sind tatsächlich schon draußen. So, wie sieht das von oben? Aha, okay. Da ist so eine Ebene. Am besten machen wir die auch weg. Hier. Ja. Wir könnten die auf der Seite lassen. Und auf der Seite mal wegmachen. Hier, das kann ich auf jeden Fall auch mal auffüllen hier. Geht eine Menge Gras jetzt wieder weg. Aber das ist auch okay. Das Gras kann sowieso weggemacht werden. Oder wird es ja auch so nach und nach dann, weil wir da ja noch irgendwas hinbauen, auch wenn ich noch nicht genau weiß, was. Genau hier kommt, keine Ahnung, vielleicht ein Feld hin oder ein Marktplatz oder ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen. Natürlich nicht mehr jetzt in dieser Aufnahme. Das hat ja noch ein bisschen Zeit. Wir müssen erstmal das Gelände ein bisschen vorbereiten. Und hier, ach, da ist auch nichts. Da ist noch nichts zu gefüllt. Apropos zufüllen, ich könnte mal meinen Magen wieder ein bisschen füllen mit einem weiteren Plätzchen. Ja, so. Ah, Moment, da ist was drüber. Jetzt sehe ich das erst. So, zack, zack, so. Okay, und da auch. Oh, ich habe keine Erde mehr. Ui, ja. Und eingesperrt habe ich mich auch. Und ins Bett muss ich auch gleich. Aber ich wollte doch, ach so, hier, da, genau, das da abbauen. Das ist aber, nee, das hört hier auf. Okay, gut. Dann baue ich mal hier Lebkuchenerde ab. Aber nur hier, genau. Drüben wollte ich das da stehen lassen. Ja, ich könnte das jetzt auch mit der großen Schaufel machen. Mit der roten, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu kompliziert, weil ich da nicht so genau erkennen kann, wo ich da jetzt ansetzen muss. Und ich habe jetzt keine Lust, da mich großartig zu konzentrieren. Jetzt muss ich sowieso ins Bett. Ja, ich gehe gleich ins Bett. Na gut, ich gehe jetzt. Es ist eben zu dunkel. Ich kann auch einfach hier in eins dieser Häuser gehen.
Da sollte ja auch ein Bett sein. Nehmen wir mal da nicht. Da muss ich ja da hingehen. Hier, da. Ach, durch die Spekulatius-Tür. Ah ja, okay, jetzt. Da, Bett. Okay. Ich krümel wieder das Bett voll. Oh, jetzt bin ich ja schon wieder aufgewacht und immer noch nichts gegessen. Nee, ich glaube, ich habe alle Sorten habe ich jetzt schon mal durch. Na, dann nehme ich das Vanillehörnchen dann nochmal. So, und jetzt mit meinen Puderzuckerfingern auf die Tastatur. So haben wir das gerne. Dann muss ich nachher ein bisschen sauber machen. Nee, sowas mag ich überhaupt nicht. Mit irgendwelchen, so mit Fingern, die, wo irgendwas dran ist. Sei es nun Fett von der Wurst oder vom Käse oder irgend sowas. Aber ja, jetzt mache ich das mal. Muss ich eben nachher drüber wischen. So, was haben wir hier? Ist das schon jenseits hier? Ne, komm, das Stück hier machen wir auch weg. So, den Rest füllen wir wieder auf. Jetzt haben wir ja wieder ein bisschen von der Erde. So, die zwei noch. Da hinten war noch eine Ecke. Und die zwei. So. Das könnte man hier aber doch noch... Ja, hier, guck mal, das Ganze hier, das kann man doch... Ne, Moment mal, man kann sogar bis hier noch alles wegmachen. Das ganze Stück hier kann man abtragen. Oh, das ist aber dann richtig viel zu tun. Und hier kann man auch, oder müssen wir sogar... Ich glaube, da muss ich das doch mal mit der großen Schaufel versuchen. Ja, ich probiere das mal. Das ist mir dann ansonsten zu umständlich. Hier, das kann auch mal weg hier, das brauche ich hier unten gar nicht. Oh, das macht Lärm. Ja, geht aber viel schneller. Ich glaube, das wird wieder eine riesen Datei dann. Von diesen fein pixeligen Sachen, die so fein pixelig jetzt gar nicht sind, aber es ist eben viel Bildmaterial, viel unterschiedliches Bildmaterial. Da meldet sich ein Zombie, ja. Ich dachte schon, das wäre mein Magen, der nach dem nächsten Plätzchen verlangt. Kann aber gerne haben. Welches wollen wir denn diesmal? Ach, hier nochmal das gleiche wie ganz vom Anfang, das mit der Schokolade und den Zuckerstreuseln da. Diesen kleinen Kügelchen. Hm. So. Erste Hälfte. Und dann gleich die zweite Hälfte. Die Insekten passen jetzt überhaupt nicht her. Kann ich. Und hier gleich wieder zumachen. Na, da bin ich ja gespannt, wie das aussieht, wenn der Schnee mal wieder weg ist. Na komm, weg hier. Oh, das ist richtig viel hier noch. Gut, ich lasse es mal. Ich will auf der Seite weitermachen. Aber so eine große Fläche, ja, das ist schon sinnvoll. So, das hier weg. Da haben wir einen schönen Anschluss hier. Ist echt nicht so einfach zu sehen mit dem Schnee. Weil das einfach nur so rein glattes Weiß ist. Ich kann mich auch nur an diesem Drahtgittermodell orientieren, an dem die Klötzchen da noch ein bisschen so gekennzeichnet sind. So, wie sieht es denn da jetzt eigentlich aus? Das ist alles die gleiche Höhe da. Ja, okay. Mach da noch ein bisschen weg hier. Ja, das ist mal okay. Den Rest kann man, denke ich mal, so lassen. Hier noch ein bisschen was hier. Ja, ist okay. Zumindest vorerst mal. Ich kann da ja immer noch was dran arbeiten. Oh, Mistfieder, das nervt jetzt. Oh ne, da habe ich... Ja gut, es war nur ein bisschen Gras. So, und da war auch noch ein bisschen was. Ja, genau.
Aber das ist echt nicht einfach zu sehen, wenn alles so rein weiß ist. Der noch. Und was machen wir jetzt hier? Das geht ja jetzt bis dahin. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir machen da hier einfach mal so eine Grenze hier. So, und damit ist klar, wie weit wir das machen wollen. Denn das hier schließt hier oben an. Ja, genau. Deswegen muss das da bleiben. Feinarbeit kann man natürlich immer noch machen. Aber jetzt erstmal das Grobe hier. Ach komm, jetzt geh doch mal weg hier, du. Oh, das Vieh, das nervt. Du auch. Wie, also diese Libellen, die haben ein Brummen drauf. Da meint man, da fährt ein Panzer vorm Fenster vorbei. Ich hab sie nicht erwischt. So, okay, die ist hier. Und dann noch. Na. Und das hier. So, jetzt haben wir da eine schöne große freie Fläche. Ja, das sieht gut aus. Das ist die Mitte hier des ganzen Kreisdorfs. Die Markierung will ich mal da lassen. Was haben wir jetzt hier? Ah ja. Das machen wir auch weg. Denn hier ist wieder eine etwas niedrigere Stelle. Gut, das kommt auch mal weg. Allerdings müssen wir den Hügel hier noch lassen. Ja gut, das bleibt mal so. Das da kann noch ein bisschen weg hier. So, das dürfte sagen. Das dürfte reichen, würde ich sagen. So. Das hier. Oh nein, das war zu viel. Da müssen wir wieder auffüllen. Ach so, auffüllen, genau. Was machen wir denn jetzt hier? Ah, nochmal das hier. Mit der dunklen Schokolade hier. So, noch einen Schluck. Ah ne, da liegt das in die andere Hälfte von dem anderen noch rum. Naja, egal. Lag dann auch neben der Tasse. Aber dann esse ich das jetzt. So, das mit diesen bunten Zuckerstreuselpunkten da. Oh ne, da darf ich jetzt. Das darf ich jetzt nicht machen. Oder doch, das geht. Das kann ich da wohl wegmachen. Da ist ja diese Steinmauer da. Okay, kann man so lassen. So, ich mache mir dann eine Schneise hier durch. Und dann kommt, na, das hier alles weg. So, da und die, ah, da fehlt noch eins, das hier. Okay, das sieht erstmal von der Seite hier gut aus. Jetzt hätte ich aber auch mal Lust, nochmal auf den Turm zu gehen, um mal zu schauen, wie das denn jetzt hier so aussieht. Wir werden viel Lebkuchen sehen, weil da noch nicht alles zugeschneit ist. Aber das macht ja nichts. So, ja gut, machen wir den Rest hier eben noch weg. So, das würde ich sagen, passt hier erstmal. Dann haben wir ja noch ein paar Gewässer. Müssen noch irgendwo sein. Die wir noch nicht ganz ausgebuddelt haben. Hier zum Beispiel, was machen wir denn hier mit? Das kann man doch. Oh, ich habe schon wieder Hunger. Moment mal. Ja, noch mehr essen. Ja, ist okay. Hier, da kann man auch schnell zumachen. Und diese Lücke hier schließen wir auch jetzt einfach mal. Hier, so, zack. War zu viel. Oh, dieses Mistvieh, das nervt. Oh, den Lärm. Ne, das ist die Libelle. Die Libelle war das nicht. Das war irgend so ein anderes Vieh.
Ja. Ich sehe es gerade nicht. So, also jetzt gehen wir nochmal auf den Turm. Bevor es ganz dunkel wird. Ja, nee, die Tür, die will ich zumachen. Nicht, dass irgendwas reinkommt. So, mal schauen, ob ich jetzt diesmal wieder auf den Dachboden gehe oder nicht. Nee, hier muss ich gleich rechts abbiegen. Ja, so, genau da. Nö, doch nicht. Noch eins höher. Na gut. So. Was war das? Ich meine, da was gehört zu haben. Ich habe mich wohl doch getäuscht. Also das sieht hier... da kann man noch eine ganze Ecke wegnehmen. Hier vorne. Okay. Aber da... würde ich sagen... Ja, da könnte man hier... Moment, hier, da so ein bisschen... Hey, warte mal. Da könnte man ein bisschen auffüllen wieder. Das da müssen wir so lassen. Das war einfach so hoch. So, mal da hinschauen. Da ist noch ein Gewässer. Und da könnte man auch sogar noch ein bisschen... Ja, eventuell ein bisschen auffüllen. Naja, und jetzt wird es zu dunkel. Und hier direkt vor dem Haus hier... könnten wir auch das Ganze noch so ein bisschen angleichen, ein bisschen gerade Linien machen oder so. In dem Fall, also würde ich eigentlich nicht gerne, weil ich es gerne so natürlich wie möglich belasse. Aber in dem Fall würde ich sagen, kann man das machen, wenn innerhalb des Dorfes ist das wohl schon okay. So, und jetzt zum Schlafen gehen nochmal einen Lebkuchen, nicht Lebkuchen, einen Marzipanstern. Den mit der Vollmilchschokolade. Oh, leckeres Marzipan. Aber mit Zartbitterschokolade wäre das noch besser gewesen. So, hier noch ein bisschen angleichen. In dem Fall jetzt mal hier mit auffüllen. Ja, doch. Ja, dann machen wir die Reihe noch dazu. So, da hinten war noch einer. Okay, schön. Ah ne, ich wollte ja da vorne noch was wegmachen. Okay, machen wir das da vorne weg. Oder wo war das denn? Was ist denn hiermit? Kann man das ein bisschen auffüllen hier? Das könnte man sogar ein bisschen auffüllen. Machen wir hier einfach mal so eine... ungefähr so eine krumme Linie hin. Zumindest vorerst mal. Und füllen das auf. Ja, das ist viel besser, wenn man das alles so auf größeren Ebenen hat. So. Hätten wir auch das. Das lassen wir. Hier war das doch, oder? Wo man noch ein Stück wegnehmen kann. Praktisch hier so durch. Ich buddle mich mal ein bisschen durch. Ich kann aber auch gleich die große Schaufel nehmen hier. So. Genau. Machen wir das mal weg hier. Und dann schauen wir uns mal um. Wie es dahinter... Ah, das ist auch weg. Wie es hinter uns aussieht hier mit der Kante hier. So, ein bisschen Feinarbeit machen hier. Ja, also ich will auch gerne vor den Häusern hier noch ein bisschen so Büsche und Blumen hinmachen und sowas. Und dafür soll dann eben auch noch Gelegenheit sein. Ja, hier lassen wir erstmal... Oder kann man da... Nö, da kann man... Moment mal, da kann man ein bisschen was zumachen. Hier, ich würde mal sagen... Nee, halt, warte mal. Ich, falsche Taste erwischt. Oh, da müssen wir hier direkt noch was unterlegen. So, da wurde einer übersehen. Und da machen wir mal was drauf, damit der... Weg weggeht wieder. Das wäre aber eigentlich auch eine ganz schöne Idee. Hier so. Ja, gut, Wege. Ich kann aber auch Wege. Ach komm. Mit der Schaufel machen eben, wie wir das im Fichtendorf auch gemacht haben. Oh, wir könnten uns mal das Fichtendorf bei Nacht nicht im Winter anschauen. Ja, mach mal. Gehen wir gleich mal hin. Na, komm hier zu. So, zack, zack.
Die sind noch. Ich mache das eben noch zu. Dann gehen wir mal zum Fichtendorf. Da bin ich gespannt, wie das aussieht im Winter. Bestimmt auch ganz schön. So, zack, zack. Okay, dann machen wir da gleich wieder weiter, wenn wir zurückkommen. Oder da vorne oder so. Jetzt geht es erstmal ins Fichtendorf.